Die besten Flachwitze. Einfach nur nicht. Content Recycling. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Kommen Sie jetzt oder nicht? Mach halt. Jetzt mach halt. Ich bin kurz für kleine Affen. Bitte? Mal kacken. Okay. Wie sehen die Affen eigentlich aus? Ja, gut. Ja, süß. Okay. Meine Oma ist Griechin. Väterlicherseits. Super kacke dumm. Carbonara aber als unglaublich robuster Vogel. Der Carbonara. Der Ara, ja. Oder? Der heißt doch deswegen Ra, oder? Ara. Ich stecke in der Bredouille. Oh, wie schön Frankreich. Ist das was Versautes? Bredouille? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Er denkt, das ist ein Urlaubsort. Und ich denke gleich, es ist irgendein Sexunfall oder so. oder jemand, der Bredouille heißt. Schicke Unterwäsche. Wohin? Ich check's nicht. Schicke Unterwäsche oder schicke Unterwäsche? Was lasst du denn? Hast du das verstanden? Nee. So witzig kann das gar nicht sein. Schicke Unterwäsche. Also. Die Kaiserin hat Durchfall. Schissi. So schlecht, aber es ist so gut auch. Oh mein Gott. Oh. Muss ich immer am meisten über die Sachen lachen, wo es ums Kacken geht. Was sagte 50 Cent's Mutter zu ihm, als Mutter zu ihm, wenn er etwas Verbotenes getan hat? 59. 50, nein! Gratuliere zur bestandenen Prüfung. Papa und ich haben schon gebankt. Ich, 24, vom Internet verdorben, musste die Nachricht zweimal lesen. Ich, 34 auch. So ab einem gewissen Alter liest man dann nicht gebankt. Gebankt, klar. Du schickst mir mit einem Franzosenkäse per Post? Ja, das ist mein Brieffreund. Hä? Lacht nicht, erklärt's mir. Also, der Franzose wurde auch per Post geschickt. So steht im F. Brie! Brieffreund. Oh no! Warum heißt es Tzatziki und nicht? Grease Fry ist eigentlich, wie heißt das? Galactoburico. Wir sehen den ganzen Tag diese dummen Sätze. Abgemacht ist abgemacht. Stefan, 42, Chirurg. Chirurg. Warte mal, da gab es doch noch so einen. Darf ich Ihnen den Stuhl vorschieben? Gentleman fragt höflich nach Analverkehr. Den hätte ich dir mal bringen sollen, Alter. Der ist viel besser. Ich habe Sekt mitgebracht, Papa. Söhnlein, brillant. Für wen kauft ein Egoist Obst? Pfirsich. Weil du mein Pfirsich bist. Heute Morgen kam im Radio der Song Take On Me. Hab den ganzen Tag überlegt, wer das gesungen hat. Und gerade hatte ich ihn, den Aha-Moment. Ich weiß nicht, ob ich das Lied kenne. Take on me. Take me. Pfirsich ist aber? Aha. Ich kenne das nicht. Wer ist das? Scheiß Bett, ich hasse die Band. Feldsalat? Wenn du ihn runterschmeißt, ja. Hä? Heißt das, soll das bedeuten, wenn man ihn quasi auf dem Feld schmeißt? Oder was will er damit sagen? Ich schnall's nicht. Naja, ich stehe ja nicht auf dem Feld und esse Salat. Hey, warte.
Feldsalat, wenn du ihn runterschmeißt. Ja, oh mein Gott! Liste aller Waldfeen, die namentlich bekannt sind. Holla, die Waldfee. War nicht Rumpelstilzchen auch eine Waldfee? Nach 2 Flaschen Wein habe ich jetzt endlich meine Steuererklärung gemacht. Ich bekomme 35 Millionen Euro zurück. Sollte ich vielleicht hier nach direkt machen. Das ist mein Humor, einfach komplett übertriebene Zahlen, liebe ich. Oder jetzt. Mein Kollege hat mir heute von seinen Talenten erzählt. Ich dachte, er hat Berghühner. Der zündet wieder spät. Scheiße. Ja, weil er keine Talente hat. Also würde er von seinen Berghühnern erzählen. Von seinen Talenten, ich krieg die Tür nicht zu. Und wenn mir irgendjemand erzählt, dass der das sofort blickt, der lügt, der lügt, der lügt. Oh Gott, ich habe das Gefühl wie bei Wer wird Millionär. So. Nein. Mann. Wie heißt der nordische Gott der Unschuld? Ah, könnte mein zweiter Vorname sein. Der Ungeduld. Hammersbald. Falsch gelesen. Scheiße. Aber der Unschuld ist auch nicht schlecht. Der Unschuld. Hammersbald. Für alle nordischen Jungfrauen, die ihn anbeten und Altar hinbauen. Hammersbald. Die meisten Models fahren übrigens schlecht Snowboard und Gucci. Gucci. Ja, 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 ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich verstehe dich. Die meisten Models fahren übrigens schlecht. Gut. Den hat Leonard wirklich verstanden. Fokus, Fokus. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Ich lerne, ich bin lernfähig. Das Gegenteil von schlecht Snowboard. Gucci. 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 Oh, shit, bin ich noch. Gucci. Oh Gott! Was hat ein Mann für seine Genitalien in Honigwein tun? Eine Pebblebiene, nicht? Einen süßen Schwanz? Eine Mettwurst! Unschlecht! Ist es nicht? Nee. Met. Met. Methoden! Bravo! Wie du gleich aufstehst! Das Klo ist verstopft! Ohne Scheiß! Leider nein. Mit Scheiß. Besser ja. Oh nein! Es ist niemand diese Scheißsache! Ohne Scheiß! Das ist mein voller Ernst. Jede 55 stellt ihren betrunkenen Ehemann vor. Das ist dumm. Ach, schön. Ich sag doch kurz und prägnant. Das ist mein voller Ernst. Oh my gosh. Ein überraschter Brite. Ein Schwabe, der sich gerade den Mund verbrannt hat. Sagt man Gosch? Ein Schwabe? Zum Mund? Ein Gosch. Ein Schwabe. Ja! Ah, das hat mich jetzt unvorbereitet getroffen. Ich liebe Schwäbisch. So schön. Sind wir nicht alle ein bisschen eitel? Oh mein Gott, es gibt noch andere! Und jetzt verschicke ich jemandem Kacke. Was mache ich dann? Ich verschicke keine Kacke! Zieh mal mein Bein.